Hallo, herzlich willkommen in der Seychain 100, Version 8.0. Unser heutiges Thema ist Belege kopieren in der neuen Belegerfassung, Einkauf sowie im Verkauf. Hier am Beispiel möchte ich Ihnen zeigen, wie es im Verkauf gelöst ist. Ich befinde mich zunächst in der Belegauskunft Verkauf und suche meinen Beleg, den ich kopieren möchte. Die Suche kann ich hier über das neue Suchfeld lösen, indem ich zum Beispiel den Kunden eingebe, sowie meinen Belegmatchcode. Es wird dann das gefundene Ergebnis gelb markiert dargestellt. Ich kann dann in diesen Beleg hineingehen und sehe die zugehörigen Artikelpositionen. Diesen Beleg möchte ich nun kopieren. Dazu gehe ich in die Belegerfassung und öffne diese. Der Beleg wird geladen und ich kann dann nochmal alle Details überprüfen. Wenn ich mich dazu entschieden habe, den Beleg zu kopieren, kann ich dies über die Schaltfläche Kopie erstellen tun. Danach wird ein Assistent aufgerufen und ich habe die Möglichkeit, einen Kunden auszuwählen, für den ich den neuen Beleg kopieren möchte. Ich nehme jetzt mal Hydrokultur. Die Belegart wähle ich. Dann kann ich entscheiden, aus welchem Bereich ich die Daten aus dem Beleg übernehmen möchte oder zum Beispiel aus dem Stamm neu ermitteln lassen möchte. Im Belegkopf sollen die Daten nicht aus dem Beleg kommen, sondern eben vom Kunden neu ermittelt werden. Die Position möchte ich direkt aus dem Beleg übernehmen. Die Belegdetails ebenso. Die Empfängerdetails möchte ich wieder nicht aus dem Beleg übernehmen. Und für den Belegfuß wähle ich einmal die manuelle Auswahl. Für alle Bereiche, für die Sie manuelle Auswahl gewählt haben, wird dann im Folgenden auf dem Assistenten eine weitere Seite angezeigt. Dann haben Sie die Möglichkeit, für die einzelnen Felder zu entscheiden, woher die Daten übernommen werden sollen. Rabatt 1 und 3 überlasse ich mal aus dem Beleg. Die Zuschlagsart soll nicht übernommen werden. Die Rabattart soll auch nicht übernommen werden. Und der Fußtext soll aus dem Textbausteinstamm kommen. Wähle ich nun weiter, kann ich den Assistenten über Starten beenden. Danach wird direkt der neue Beleg angelegt. Ich sehe nun auch bestimmte Meldungen, die bei der Erzeugung des Beleges generiert wurden. Für diesen Kunden wurde das Kreditlimit überschritten. Jetzt kann ich natürlich, wenn ich die Berechtigung dazu habe, diese Meldung auch übersteuern. Prüfe meinen Beleg. Sind alle Positionen übernommen worden? Die Daten des Kunden sind auch übernommen worden aus dem Kundenstamm. Über Beleg abschließen kann ich den Beleg speichern. Ich erhalte nochmal die Kreditlimit-Prüfungsmeldung und kann diese bei hinterlegten Berechtigungen auch übergehen. Der Beleg wurde gespeichert und ist nun angelegt. Die Kopie wurde erzeugt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.